Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go! Und es ist soweit, wir haben wieder eine kleine News-Folge für euch. Es ist jetzt Montag, 19.26 Uhr. Gerade frisch könnte man sagen, ist offiziell von Nyantik alles bekannt geworden zum Mondneujahr. Gewisse Naiantik-Partner haben ihre Videos natürlich jetzt schon veröffentlicht. Die haben da ja mal ein bisschen Vorlauf. Ich möchte trotzdem jetzt, obwohl ich um 20 Uhr gleich streame, das jetzt noch fix raushauen, das aufnehmen, kurz One-Take durchlabern, hochladen, denn. Äh, morgen um 10 Uhr am Dienstag beginnt ja das Mondneujahr Event und es war bis jetzt noch nichts bekannt. Es ist immer noch dieses Kraftwerk Event aktiv bis dann eben morgen. Es ist ein fließender Wechsel ins Mondneujahr hinein und jetzt hat das Ganze auch Sinn, dass morgen 18 Uhr am Dienstag die Spotlight Stunde ist mit Leufeo, wo viele Leute abgenervt waren, dieses nutzlose Pokémon. Jetzt können sich die Leute trotzdem freuen, denn... Leufeo wird als neues Shiny eingeführt und gleich abends eine Spotlight-Stunde, wo das einfach überall vermehrt sitzt. Jetzt hat das alles Sinn, jetzt freuen sich die Leute, ob das Pokémon jetzt cool ist oder nicht. Ist egal, Hauptsache ein neues Shiny. Was es sonst noch gibt, wollen wir jetzt mal gucken. Feiert das Mondneujahr 22 mit dem Mondneujahrsevent in Pokémon Go vom 1. Februar morgen 10 Uhr bis zum Montag, dem 7. Februar, also von Dienstag bis Montag. 20 Uhr bis abends wieder läuft das Mo Mondneuer-Event. Schillerndes Läufio. Zum ersten Mal Gesichter. Das Mondneuer rückt näher. Bei diesem Event wird das Junglöwen-Pokémon Läufio einen ganz besonderen Auftritt haben. Mit etwas Glück begegnet ihr zum ersten Mal in Pokémon Go einem schillernden Läufio. Das Coole ist, gerade bei ihm ist der Unterschied zwischen männlich und weiblich in der Weiterentwicklung so extrem, dass es sich wirklich lohnt, drei Scheinigs zu ergattern. Beziehungsweise zu schauen, dass man ein männliches und ein weibliches Shiny bekommt, die beide entwickelt und ein drittes, was man so lässt für die Familie, das wird auf jeden Fall richtig cool aussehen. Dann gibt es besondere Event-Boni und haltet euch fest, das wird viele freuen. Ihr habt erstmal eine erhöhte Chance, Glücksfreunde zu werden und gleichzeitig auch eine erhöhte Chance, glücks pokémon beim normalen Tauschen zu bekommen, auch wenn ihr keine Glücksfreunde seid. Also ihr könnt da hundertmal tauschen und wenn ihr sonst vielleicht ein... Lucky Pokémon bekommen habt bei 100 Stück, kriegt ihr jetzt vielleicht bei 100 Stück sogar 20 Lucky Pokémon, tauscht also ordentlich in dem Event und durch eure täglichen Interaktionen mit euren besten Freunden habt ihr eine erhöhte Chance eben auch mit diesen wieder glücklich zu werden. Viele werden ja sowieso regelmäßig glücklich, manche sind noch nie glücklich geworden, vielleicht ist das euer Turn das allererste Mal glücklich zu werden mit einem Best Friend, mit dem ihr noch nie noch nie glücklich wart. Außerdem gibt es einen Zusätzlichen Spezialtausch. Ich bin sowieso so dran, ich gucke immer, bei welchem Pokémon ich mein, äh, bei, bei wem ich noch XL-Bonbons brauche. Momentan versuche ich immer, ein Kobalium wegzutauschen über Distanz, dass ich ein XL bekomme, um irgendwann mein 100er zu pushen, ohne nochmal großartig Rates dafür zu machen. Und jeden Tag mache ich einen Spezialtausch dafür, versuche mir ein Terakium geben zu lassen, dass vielleicht da ein 100er kommt. Jetzt könnt ihr eben in dem ganzen Mond neujahrs event zwei Spezialtrades pro Tag machen und nutzt die wirklich. Auch wenn es was sinnlos ist, nutzt das trotzdem, hau das mal raus. Plus es gibt doppelten Sternstaub durch das Öffnen von Geschenken. Hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es überhaupt Sternstaub gibt beim Öffnen von Geschenken. Jetzt gibt es den doppelten, da hätte ich es also doppelt nicht mitbekommen. Jetzt aber, was noch interessant ist, wilde Pokémon. Da wird einigen vielleicht der Hut schlagern. Ihr habt ja Paras dabei, kann shiny sein. Mauzi dabei, kann shiny sein. Fukano, Voldoball, Voldoball und hisui Voltoball, Der jetzt gestern den ganzen Tag überall gesessen hat. Jetzt, wieder das seltener ist, aber trotzdem während des Events weiterhin noch spawnen. Leufe, jo natürlich. Flemly, Kabator. Für viele vielleicht cool. Auf Carpador zu gehen, wegen Mega Energie für Me Mega Garados. Wenn ihr da ähm, noch, äh, wenn ihr schon mal eins entwickelt habt, dann Mega Energie sammeln könnt. Oder xl bombs sammeln könnt. Für euer Garados und ein fettes, großes Mega Garados machen. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Flemli als Logog am Ende. Auch interessant. Auch kräftiges Pokémon. Paras, Mauzi, Fucano, Voldobal, Läufio, an sich jetzt nicht so krass, aber Läufio eben, neues Shiny. Mit etwas Glück begegnet ihr vielleicht Electek, Garados, Junglut. Junglut nicht als Shiny verfügbar in der Wildnis. Dafür habt ihr ja Flemly, ist eh ein Sea Pokémon. Ihr könnt aber auch wieder wilden Garados <laughs> begegnen. Bin ich mal gespannt, ob die Leute wieder mit 20 Shiny Garados aus dem Event rausgehen und Electek auch weiterhin, jetzt während des Kraftwerk-Events, plus dann auch im Mond Neuer. Also wer dann immer noch keine XL für ein Ele Voltech zusammen hat, was ein richtig starker Elektroangreifer ist, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten wüsste ich nicht, was was, was, was kann ich denn gehen? Ich kann auf... Naja, ich suche läufe, Jo. XL brauche ich eigentlich jetzt nicht großartig von dann irgendwas. Da bin ich schon mal gut äh, abgedeckt, denke ich mal. Raidkämpfe. Kabador. Shinox. Alles nicht mehr so interessant, Flampion eigentlich auch nicht mehr so interessant, Läufeo, interessant, aber gibt es ja auch in der Wildnis, aber der Oberkracher Psiao, ihr wisst, ab morgen 22 Uhr im Feldforschungsdurchbruch gibt es Psiao, neu als Shiny, hat auch zwei verschiedene Stufen der Entwicklung, also du kannst es so und so entwickeln, was komplett anders aussieht, und du hast das Psiao an sich, das wären theoretisch wieder drei Shinys. Aus dem Feldforschungsdurchbruch hast du nur viermal die Möglichkeit. Jetzt kannst du im einer Raid die Teile raiden. Dann weiß ich jetzt schon, dass ich morgen Raids für Zuschauer machen werde, ab spätestens 18 Uhr. Und werde selber auch mit raiden mit meinen kleinen Accounts, um auf Shiny Jagd nach Psiao zu gehen, um da drei Shinys abzugrasen. Wer Bock hat, kann morgen dabei sein. 18 Uhr Psiao, Shiny Jagd. In äh, dreier Raids habt ihr dann Glurak, Flamara, Potrod, Inikoro, Absol. Shadrago, Absol würde ich sagen, braucht ihr gar nicht so machen, es wird eh irgendwann Mega-Absol-Rates geben, wieder mal, dann wäre das eigentlich sinnvoller als normale Absol-Rates zu machen, obwohl wenn ihr keine Leute habt für Mega-Absol, dann macht halt Absol-Rates. Potrod in Ikoro, Flamara, jetzt nicht so interessant. Glurak vielleicht, wäre da noch kein cooles Sat, aber eigentlich macht man mega Glurak. Raids oder wer noch xl elbamoms sammeln will, Chadrago, immer noch ein Kandidat, der interessant ist für viele, für, für das Shiny, obwohl das Pokémon an sich eigentlich auch nicht so krass ist. Also Psiao und Chadrago sind zwei Pokémon, die man vielleicht sogar zeitgleich anbieten könnte bei Raids für Zuschauer. Am Dienstag muss ich mal gucken, ob ein Co-Hoster Bock hat. Dann morgen gibt es natürlich auch Regirock. Wir werden also den Regirock Community Raid wieder machen. Den ersten Regirock, den ich ab 11 Uhr sehe, werde ich posten. Mega Hundemon kommt in die Mega Raids. Für die meisten wahrscheinlich uninteressant. Also wenn ihr noch Mega Hundemon Energie braucht, sagt Bescheid. Aber ich glaube, diesmal werden wir euch nicht helfen können. Wir werden uns wohl weiter auf Psyau und Shadrago konzentrieren. Eier, mit Eiern habe ich gar nichts am Hut. Die ganze Zeit schon. Hier auch Potrott, Schneckmark, Flampion, Zurokex, Leufeo. Hast du fast alles wild oben mit drin, Zurokex. Kriegt man häufig aus den 12km Eiern auch. Schneckmark ist die ganze Zeit jetzt rumgespawnt, Finde ich jetzt also nicht so krass. Pokémon bei Feldforschungen. Alola Mauzi, Gala Mauzi, Kabador, Flampion, Leufeo, Psiau. Also ihr müsstet keine Raids unbedingt machen. Ihr könntet auch über die Feldforschungen, Psiau bekommen. Dann gibt es Mega-Energie für Garados aus Feldforschungen. Nehmen das auf jeden Fall mit. Garados ist immer ein guter Angreifer. Egal ob jetzt als Drachenangreifer, Wasser, Elekt Elektro, als Unlichtangreifer. Der haut auf jeden Fall rein. Als Unlichtangreifer macht er auf jeden Fall eine gute Figur. Und es wird eine befristete Forschung geben. Zwei befristete Forschungen rund um Freundschaften und das Fangen von Pokémon. Schließt das ab, erhaltet folgende Boni. Nochmal Läufe, jobs ja mit der Möglichkeit auch auf Shiny. Finde ich also sehr cool. Ich habe mir schon gedacht, wie die das machen, wenn Psiao reinkommt und du wirklich nur viermal die Möglichkeit hast, in dem Feld Forschungsdurchbruch, aber jetzt durch die Raids habe ich endlich mal wieder Bock, mit den ganzen kleinen Accounts Shiny-Jag zu machen, die ganzen. Gratis Raid bei den kleinen Accounts rauszuballern. Jeden Tag alles, was da ist. Und das wird kommen auf jeden Fall. Da freue ich mich jetzt schon. Das macht mir immer am meisten Spaß. Denn die ganze Zeit jetzt habe ich mit den kleinen Account gar nichts gemacht. Immer nur beim großen den freien Pass weg. Jetzt aber Shiny Jagd auf Psiao. Morgen ab 18 Uhr. Euch viel Spaß bei Läufejo. Wohl morgen dann 18 Uhr in der Spotlight-Stunde. Ihr könnt also Läufejo fangen, jagen, wie auch immer. Und nebenbei mal eingeladen werden zum Psiao, wenn ihr Bock habt. Finde ich also cool. Auch das mit den erhöhten Glücksfreunden, mit den erhöhten Glücks-Pokémon und mit dem zweifachen Spezialtausch pro Tag. Nettes Event. Ohne es übersichtlich. Ist nicht zu viel überladen. Jetzt war es aber von meiner Seite aus. Schreibt mir rein, worauf ihr Bock habt, was ihr zu dem Event sagt, was eure Ziele sind und welche Pokémon ihr am coolsten findet von den Spawns und welche Raids ihr machen werdet. Wir sehen uns gleich bei Chill mit Ramses noch. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.